So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Pokémon Go Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute haue ich das Ding aber nicht 15 Uhr raus. Es kommt diesmal nicht Raider Mittwoch am Donnerstag, sondern am Mittwoch wirklich, aber trotzdem nach der Raid-Stunde, denn es gibt noch ein neues Infovideo, das möchte ich gleich noch aufnehmen. Das haue ich 15 Uhr raus. Dann die Raid Mania 18 Uhr, zu der ihr hoffentlich einladet oder auch nicht. Ich kann ja eh nur 5 Raids machen und momentan bin ich mit Vesprit eigentlich durch. Das heißt, ich habe mein 100%iges auf Level 50 gezogen am Montag bei Max Out Monday. Vesprit brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber Vesprit ist halt der noch da ist bis Donnerstag. Dann ist der Raid-Boss-Wechsel auf Anego. Da habe ich wieder Bock, viele von euch hoffentlich dann auch. Heute also noch einmal die Raid-Stunde mit Vesprit gewesen. Mal gucken, ob ihr eingeladen habt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Spare ich wenigstens Geld. Das plane ich für 20 Uhr oder so, eben nach der Raid-Stunde, dass ich das 20 Uhr noch raushau. Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Und jetzt geht's los. Angefangen hat die Woche hier beim Jason die Raffi. Der hat das super geniale Bild geschafft, wo er einfach alle Purmel aus allen Regionen bekommen kann, abholen kann. Habe ich noch nicht gesehen. Ist eine coole Idee. Ich habe halt immer, wenn eins fertig war, abgeholt und dann geguckt, was brauche ich noch. Wirklich darauf zu warten, aus jeder Region eins abholen zu können und dann ein Bild zu machen, finde ich sehr genial. Sehr cool gemacht, Jason. Danke für dieses Bild. Das ist jetzt doch schon der Schocker der Woche, oder? Dann haben wir hier den Andy, mit dem habe ich nämlich auch einen Tausch gemacht. Der hat gefragt, ja, was brauchst du denn, was kriege ich hin und her? War das überhaupt der Main-Account? Ich weiß es nicht. Habe ihm auf jeden Fall ein Shiny Mewtwo rübergegeben. Es ist bei ihm direkt ein 100% Shiny Mewtwo geworden. So viel Glück habe ich ja nie. Was hier aber schon verteilt wurde an 100%igen Shinies im Lucky Trade von mir an die anderen. Dialga war auch schon dabei, alles, also Grüße an den Andy, Glückwunsch dazu. Ich hoffe, du hast es direkt hochgezogen, auf 50 gepusht und nimmst das dann mal für die Mega-Entwicklung. Dann der Exkavator, der hatte beim letzten Mal ein Bild vom Kabuto rein, wo man gar nicht gesehen hat, dass er sein 100er ist. Jetzt sieht man es aber nochmal, 100% Shiny Kabuto, sieht auf jeden Fall genial aus. Diese grüne Pfeffi-Farbe an dieser Kaffeebohne dran. Shenaya hier aus der Feldforschung, Shiny Onyx. Ein bisschen mit dem Lennart getauscht, hat hier ein 100% Milzer bekommen. Hagen, Lenzart. Und aus Lenzart wird Lenhart, wenn man den entwickelt. Das dürfte ja dasselbe sein. Halt entwickelt, zart zu hart. Das ist ja wieder mal so witzig. Da habe ich ja gleich wieder gute Laune. Ganz in Ordnung. Milzer, wie viel haben wir denn? 19. 19 Shiny Milzer bekommen, beziehungsweise Maxax oder halt das Ding dazwischen, Schafax. So krass war meine Ausbeute nicht, aber ich habe ja auch nur, na gut, im Endeffekt habe ich 8 Stück bekommen. 4 Stück unterwegs in einer Stunde und dann nochmal 4 zu Hause im Ausbeute-Video, das fand ich auch speziell. NetGhost, wie, schon chillen mit Ramses? Ihr wisst, immer montags, wenn wir Megasgott gucken, muss ich den Lippen Buckethead von McDonald's aufsetzen. Das sieht dann ungefähr so aus, da wird der Ramses auch zum Hund. Dann Mali Pro, ich weiß gar nicht, wo der das geschickt hat. Das könnte Discord sein. Discord mittlerweile kannst du auch so schicken, dass der Name dran steht an dem Bild. Discord arbeitet also mit, arbeitet für uns. Shiny Crypto Lavita, dann hier ein Purmel, was einfach keinen Bock hat auf den Ball, so wie es ausschaut. Sitzt einfach daneben mit seinem Zähnchen und ein erlöstes Slimer zu 100%, was vorher ein sehr gutes Krypto war. Macht man wahrscheinlich als Krypto eh nichts mit, hat er erlöst, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Brainy Stendal, endlich mal wieder ein 100er, dann auch noch ein Baby aus einem Ei, was ihr ja nur so bekommen könnt. Beziehungsweise ihr könnt auch tauschen und Tauschglück haben, aber 100er gebrütete Babys sind immer was ganz Besonderes. C-Day hat sich auf jeden Fall gelohnt bei Tiso, 100% Maxax. Glückwunsch dazu mit der super genialen Attacke Breitseite, die ja wohl doch besser ist, als man denkt. Zumindest wenn man GBL spielt, ansonsten kann man damit, glaube ich, auch nichts anfangen. Ab ins Tierheim, endlich Shiny Lapras mit Schal, Genaya, noch ein 100er durch Tausch mit dem 1-2-3-Kit, auch 100er Milzer, Nummer 1000 mitgenommen. Dann der Dortmunder Raid-Bus hat zugeschlagen am Sonntag. Da gab es dann ein Shiny Arctos für Genaya in der Krypto-Edition als 98er. Ich würde mich ja freuen, wenn ich ein Krypto-Shiny zu einem 100er lösen könnte.
oder wenigstens überhaupt erstmal ein Krypto Arctos in Shiny hätte. Ich habe beim Dortmunder Raid Boost auch mitgemacht. Ich weiß nicht wie viel, vielleicht 30, 40 Raids. Zwischendurch waren ja leider das 10-Trio vermehrt da. Da musste man 6 Stunden aussetzen. Habe kein Shiny bekommen. Heißt, ich muss mir nochmal ein Ticket für den Dortmunder Raid Bus kaufen. Entweder Samstag oder Sonntag wollen wir das Ganze ja nochmal machen. Dann hat sie hier noch Blumanda bekommen, auch als Krypto-Shiny. Flunschling als Shiny, was es seitdem Quest Day auch ein bisschen entwertet wurde. Timo erlöst es. 100% Mewtwo auf 50 gepusht. 100% Shiny Kingla gepusht auf 50, 100% Shiny Wummer gepusht auf 50, war im letzten Video schon ein Shiny Wummer auf 50, das ist aber ein anderer Account, vergleicht mal, hier ist Team Rot, wer weiß, was das letzte war, gelb oder blau, schreibt es mal in die Kommentare, große Linchen, 100er Milzer habe ich nicht bekommen, dafür den hier aus der Spezialforschung, 100% Maxax aus der Forschung, dafür sage ich immer, kauft euch das Ticket, das lohnt sich, für 1 Euro kriegt ihr ja trotzdem ein wildes Maxax zu fangen, mit recht guten IV, sogar als 100er möglich. Also Grüße an Kuselinchen, Andy Vorbeck zeigt uns hier seinen Vitora in 100. Pogehander, 100er Maxax, 100er Onyx, 100er Bisa Sam, Scampisto und Lapras in Shiny, Lapras mit Schal. Dann generell noch in den letzten 7 Tagen Sonnenkern, Skobble, Finion, Mandax, Lapras, Kokobai, Walmer, Milzer, Milzer und Pilipper Krabi, Scampisto, Hutut, Haspiro, Walmer, Krabi, Wingul, Milzer, Lapras, hat man schon, ja. Pago auch 100% Krabi mitgenommen, Finion 100. Mein Wunsch-Pokémon seit Tag 1, schreibt ihr hier, Mario Kilian. Der tauscht immer alles einfach mit dem Mario und kriegt halt einfach alles als 100er. Auch Shiny Lapras mitgenommen. Krabio Kilian in 100. Mario Naptor. Ja, das ist auch lustig, immer das mit Mario. Ne? Mario Tour. Ja, das klingt schon wieder bescheuert. So, dann hat er hier auch noch Glumanda mitgenommen als Shiny und ein Shiny Krypto Arctos, wo ich keins habe, er schon. Dragonite 100% Sangapu. Das ist mein Ziel momentan, dass ich versuche, ein bisschen Sangapu zu tauschen im Mirror Trade. Oder wer mir so welche gibt, hab vom Nudel-Account gestern mir welche rübergetauscht. Der Nudel-Account, also der Samyang Bulldog-Account, hat einen 100er bekommen. Der Main, der Ramses, ich habe noch keinen 100er. Viele von euch haben schon 100er, ich hab's gesehen. Ich finde das Pokémon einfach mega genial. Da möchte ich bitte ein 100er haben. Luigi Sarada, Toputz Shiny mitgenommen. Dann kaputtes Pokémon Go. Random auf dem zweiten Account bekommen. Ordoch, was auch gut ist. In 100er kriegt er auch nochmal eine mega Entwicklung. Kann man sich auf jeden Fall aufheben. Mein zweiter Account hat die 4 letzten C-Days. Verdammt viel Glück. Max Sachs. Ach so, das sind 100%ige. 100%ige Shinies. Maxax, Togekiss, Uhafnir, Serbi Royal, Luxtra, Roserade, Barrikadax sind alles 100%ige Shinies, die einen C-Day hatten und zwischendurch noch Twinsworld, also Rishiram als Lucky, Shiny, Glücks. Freundin hat bei zufälligem Tausch ihr Liebling als Lundo bekommen. Die Jure 100% Glücks-Pokémon nimmt man auch gerne mit, wir sind immer noch gespannt, wann das schwarze und das weiße Kyurem reinkommen. Fährt da etwa auch der Dortmunder Raid-Bus? Muss der Marc jetzt immer Raids für Ramses spielen? Also Raids für Zuschauer? Mit nicht einladen, sondern mit immer vor Ort sein? Das ist, nimmt ja eine ganz komische Wendung an. Jetzt hat sie ihr zweites Lucky Hundo und beides ihre Lieblinge, Kyurem und der kleine Hades, auch am Start. Dann noch die CD-Ausbeute allgemein. 300%ige Milzer, 7 Shiny Milzer. Robert, ein 100er, der müsste eigentlich schon wieder Schocker der Woche sein. 2 Shundos am C-Day bekommen. Dazu noch ein Glücks-100er. Beide auf Level 50 gepusht. Guckt euch das mal an. 4 Sterne Milzer. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 normale. 1 im Lucky ist die 6 und 2 Shundo. Ich verstehe es nicht. Und da denke ich mir, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Die haben doch bestimmt eine Map immer noch in Karlsruhe und haben gezielt 100er gejagt und konnten sich so viele 100er sichern. Und bei einer C-Day-Shiny-Rate, die mega extrem erhöht ist, dann noch 2 Shundos zu bekommen,
ist dann gar nicht mehr so extrem schwer. Natürlich musst du überhaupt erstmal ein 100er erscheinen. Aber wenn du gezielt 100er jagst, snipen kannst, abfahren kannst, abfarmen kannst, wie auch immer, dann ist es gar nicht so krass, im Endeffekt einen Schundo zu bekommen. Das ist sicherlich alles auch legit gelaufen. Schreibe ich ihm nichts ab. Ich möchte das aber jetzt an der Stelle ein bisschen entkräften, weil ich nämlich einen anderen Schocker der Woche habe. Mega krass, dass er auf jeden Fall immer so viel Glück hat. Aber Karlsruhe ist, wenn mal GoFest wieder ist in Deutschland, macht's mal in Karlsruhe. Karlsruhe, richtig heftige Stadt, richtig gute Spots, richtig coole Leute am Start. Wir würden ein GoFest in Karlsruhe auf jeden Fall feiern. Wenn ihr das auch so seht, schreibt es mal in die Kommentare. Da seht ihr nochmal der kleine und hier der große, fette, schwarze Karlsruhe, alles gemaxt. Alexander Ahringer, meine Community-Day-Ausbeute von Milza, bis auf das Lucky, das ist von dir, Ramon. Hat ja auch ein paar Shinies mitgenommen, Lucky Shiny von mir bekommen. Dann hat er sich ein nach dem dritten Raid endlich am C-Day Crypto Shiny Arctos bekommen. Ich habe immer noch keins, wie gesagt, alle anderen haben sehr viel Glück, kriegen das recht früh. Alexander Ahringer, endlich Shiny Finneon in Pokémon Go. Knapp, aber freue mich trotzdem. Maggie auch 98er Shiny Arctos wie die Shenaya. Hat wahrscheinlich, hey, kannst du mir das schicken? Ich reich's nochmal ein, als mein eigenes. Natürlich ist ein anderer Fangort dran, deswegen sieht man, dass das kein Fake ist. Maggie noch hier mit dem Shiny Sepa, 100% Koryogel mitgenommen. NetGhost auch. Danke an Marc für das Shiny aus dem Dortmunder Raid Bus. Wie gesagt, ich brauche noch ein Ticket, ich muss nochmal mitfahren. Sören hatte ich vorher auch noch nicht. Krabi und Filino als Shiny. Samstag muss ich meist arbeiten, habe aber noch von 16 bis 17.30 etwas spielen können. Durch zwei Vierer-Raids während dieser Zeit habe ich die beiden bekommen. 96er Maxax und 93er Shiny. Thomas hat auch aus der Spezialforschung, also aus dieser 1-Euro-Forschung, 100% Maxax bekommen, sowie Tiso. Das heißt, nicht Schocker der Woche für mich, weil ist ja nichts Einmaliges, ist ja, hat ja eh jeder. Yoda, Sangabu, auch 100% bekommen. Da würde ich mich viel mehr drüber freuen. Celal mit dem Bidora, dann habe ich alle Celal-Bilder ignoriert und das noch mitgenommen, ganz nah, ganz viel und ganz lecker. Elke zeigt uns ja auch 100% Maxax mitgenommen, 100% Finneon auch als Glücks, 100% Maxax auch als Glücks, Shiny, Zickzacks, Shiny, Zickzacks, Shiny zur Biris, Shiny Flemly, Shiny Finneon, Shiny Mobile, Shiny Bonita, Shiny Seemobs und dann auf dem Kaisi-Account 100er Mirapla, Glücks, Toki, Demaru 100, Shiny, Flampion, Shiny, Zickzacks, Shiny, Staralili, Shiny, Krypto, Slimer, Benjamin, der sich ja immer versucht, überall an Solo-Raids oder mit möglichst wenig Spielern. Der hat ein Krypto Karadonis gemacht, den nächsten Dreier Krypto ohne Edelsteine geschafft, 21 Sekunden übrig. Krypto Skorkler, dank der Level 50 Krypto Marmudel, no problem, auch ohne Edelsteine. Skorkler, 59 Sekunden übrig. Krypto Arctos, auch ohne Edelsteine besiegt. Boss hatte Eisstrahl. Da waren sie aber zu viert. Grüße gehen auch raus an Rudeldino und Denise. An die zwei. Supernatural, woo! Und ja, Benny natürlich, alles 65 Sekunden übrig. Und dann hat er Schafax probiert. Der probiert auch natürlich immer an den C-Days die Vierer-Raids, ob er die alleine schafft. Uff hatte Nuss, Boss hatte Drachenrude Nachthieb. Dritter Raid Shiny hier Arctos bekommen, aber wie viele Sekunden? 4 Sekunden, das heißt Schafax war das Schwierigste von allen, aber ist ja auch kein Dreier, ist ja ein Vierer. Ist zwar kein Krypto, aber ist halt einfach ein Vierer. So, aber dass man Vierer überhaupt solo schaffen kann, das gab's früher nicht, das ist jetzt neu. Wer keinen Skorkler schafft in Krypto, das zeigt bei euch jetzt. Der Silvio ist nämlich am Start. In den letzten 9 Tagen 100er Sichlor, Rihorn, Baldorfisch, Quabbel, Glumanda als Shinies hier, Pandimos, Muschas, Skobbel, Fluffeluff, Schlubbuck. Dreimal gescheitert. Stimmt. Da habe ich jetzt gedacht, ich habe es falsch interpretiert. Er ist dreimal gescheitert und das ist der Erfolgsscreen. Aber nein, dreimal gescheitert mit einem kleinen Glaciola gegen Skorkler. Glaciola hat auch nur 2499.
Was machst du da, Bruder? Nimm doch heftige große Pokémon bis 5000 WP oder so. Oder soll das eine Challenge sein, nur mit 2500er Pokémon? Würde ich bei sowas vielleicht nicht ausprobieren und deswegen ist es auch nichts geworden. Mamudel, Krypto-Mamudel, Flammenpipian, Eis, Dings, irgendwas. Aber es ist ja der... Kann ich, glaube ich, auslassen, oder? PC ist gerade ausgegangen, merkt man gar keinen Unterschied. Also kann ich es eigentlich auch auslassen. So, Thomas Speck hat gesagt, er wollte gar nicht mitmachen, weil er auch schon das Ding hat als 100er und Shiny und Krypto hat ihn gar nicht interessiert, hat trotzdem zwei Raids gemacht und in den zwei Raids hat er ein 100 Shiny Krypto Arktos bekommen plus ein 100% Krypto Arktos. Das ist für mich dann eher schon wieder Schocker der Woche, weil das halt so extrem random ist und du Glück haben musst und Arktos als Krypto 100er ist auf jeden Fall eine fette Wurst. Weiter geht's aber mit Cumulus. Cumulus am Seedee bekommen, 100er Milzer, Bititzer mitgenommen in Shiny, kleiner Account am Seedee, Shiny 100% Milzer, Kokowai, Shiny, Vesprit, Shiny, 100% Vesprit auf Atomas Sun. Ach, dumme Sau, alles mitgenommen. Cumulus noch ein kontinentales Purmel, 100% auf einen kleinen Pachirisu, 100 Glücks Gampisto, Henry. Für Raider Mittwoch nach 25 Feldforschung bekommen, Shiny Scampisto mitgenommen, Lenzart, jetzt kommt auch Vesprit als Duo-Einreichung mit, steht nicht dabei, ich tippe mal auf Shinaya, 22 Sekunden über, mein drittes 100% Purmel, danke Weißwurst. Ich habe bisher nur eins, ich mache die auch jeden Tag, pinne ich ab und hefte an und mache hin und her, damit ich vielleicht auch mal noch eins bekomme. Die Shinies vom Community Day, 38 Stück hat er hier mitgenommen, auf Baum lieber mal wieder, Shiny Krypto Arktos, dann was der Pokéball so, plus ein Shiny Weimar, Skandalpaare auch mit dem Krypto Shiny Arktos, Balu mit ein paar Shinies, Raupi, Carpador, Tentara, Kokowai, Lapras, Seemox, Balu mit mal lösten 100er, Funfi, Schnuthelm in Kroatien, ich glaube die waren im Urlaub oder so, Benji, Litomyth, dass man es besser sieht, nochmal entwickelt, dann ein Relaxo rein, das hätte ich eigentlich auch rauslassen können, würde auch kein 100er werden, weiß gar nicht, wieso ich das mit rein habe, dann der Mega Groudon oder auch Daryl Dixon, hat 100% Kiesling, was er aber aus dem Tausch erhalten hat, auch was ganz Besonderes, und Laura, ich glaube, das ist dann der Rest, Laura, 100er Maxax und ein paar Shinies noch mitgenommen, und das war jetzt wirklich der Rest, und jetzt kommt doch der Schocker, der Woche und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass eigentlich das 100er Krypto Arktos der Schocker der Woche hätte sein müssen. Obwohl, vielleicht auch nicht. Wenn es ein 100er Shiny Krypto Arktos gewesen wäre, dann wäre das bestimmt mega heftig der Brüller. Aber ansonsten ist das trotzdem richtig heftig. Oder doch die Milzer, die Schundos vom Robert 100er. Was sagt ihr? Jetzt Schocker der Woche, vielleicht überzeugt euch das. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom, haltet euch fest, Adi Schatz, Timo Rüger, hey! Der hat nämlich nicht nur ein 100er Vesprit bekommen und nicht nur ein Shiny Vesprit, der hat ein 100%iges Shiny Vesprit bekommen und für mich hat das trotzdem was Besonderes, nicht nur, weil er mich dafür bezahlt hat, dass ich das jetzt hier als Schocker der Woche reinnehme, und mir extra noch ein Fanpaket geschickt hat und gefragt hat, ob das werden kann. Er hat sogar Geburtstag diese Woche und da wollte ich ihm trotzdem den Gefallen tun, wenn man alles weglässt und alles hin und her. Trotzdem erstmal Happy Birthday, Timo. Es ist zwar erst am Samstag soweit, aber trotzdem alles Gute zum Geburtstag. Jetzt schon mal, damit das mega viel Unglück bringt. Trotzdem finde ich dieses Vesprit cool. Ich weiß nicht, klar sind die Chancen ein bisschen anders. Bei Arktos gibt es mehr Kombinationen, die es haben kann, weil das ja nicht 10, 10, 10 Minimum hat. Es kann ja auch 6, 6, 6 rauskommen oder so. Trotzdem ist das ja ein bisschen hingewürfelt, ein 100er, okay. Aber hier, dass es überhaupt mal ein Shiny wird, manche machen hier 100 Raids und kriegen keinen Shiny, dass es ein 100er wird, ist trotzdem schwer, aber dass es ein 100er Shiny wird, was beides random ist und du nicht gezielt draufgehen kannst, wie wenn du mit einer Map 100er Milzers jagst, mit einer erhöhten Shiny-Rate und da zwei Schundos rausbekommst, ist cool.
aber ist nicht so extrem völlig random. Da kann man ein bisschen nachhelfen oder unterstützen. Das ist aber völlig random. Da musst du wirklich unglaubliches Glück haben. Und vielleicht sogar mehr Glück als beim 100%igen Krypto-Arknos. Da brauchst du auch Glück. Aber weil ja nur ein Faktor eine Rolle spielt, ist dieser Faktor, also diese Rolle von zwei Faktoren, vielleicht das meiste, was man an Glück braucht. Wie seht ihr das? Schreibt es mal rein. Verdient oder nicht? Happy Birthday to you. Timo wird 35. Einen Monat später, am 16.07. werde ich 35. Das heißt, er hat am 17.06. und ich am 16.07. Das ist beides einfach nur vertauscht. Wir werden auf jeden Fall beide 35 dieses Jahr. Wie alt werdet ihr dieses Jahr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.